Moin zusammen, Fennec hier. In den letzten Tagen habt ihr mich des Öfteren gefragt, wo ich denn meine Maske her habe. Also die Maske der Marais, die habe ich in den Videos nämlich meistens auf. Und das zeige ich euch heute natürlich gerne. Kurz noch zu der Maske, die gibt euch einen Punkt in Arkanenergie noch, wenn ihr die aufsetzt. Es gibt für Arkanenergie noch bessere Masken, aber dazu kommt noch ein gesondertes Video. Aber erstmal, wo findet ihr die Maske der Marais? Und zwar müssen wir dafür zum Altus-Plateau gehen, und zwar hier zu der Schattenburg. Und links neben der Schattenburg ist eine offene Fläche. Und da befindet sich ein Gegner, der heißt Malaik Marais, Kastellan der Schattenburg. Ich habe euch das hier auch gleich nochmal eingeblendet, wie das da genau schaut. Aber wie ihr da jetzt hinkommt, das zeige ich euch auch eben. Also ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg mit euch, sondern zeige das eben hier auf der Karte. Weil das kann man eigentlich nicht verfehlen. Und zwar, wenn ihr hier vom großen Aufzug von Dektos startet, da fahrt ihr ja hoch. Und dann landet ihr ja hier schon beim Altus-Plateau. Und dann müsst ihr hier kurz abbiegen und dann durch die ganze Senke durchlaufen. Immer weiter. Und dann geht das hier weiter hoch. Und dann seid ihr hier schon bei der Schattenburg. Da biegt ihr dann links ab oder lauft schräg links. Und dann landet ihr hier auch schon auf der offenen Fläche. Und da wartet dann ein Gegner, Malaik Marais, auf euch. Der ist auch nur einmal da. Also, sobald ihr den gekillt habt, der kommt nicht wieder. Und wenn ihr den gekillt habt, kommt ihr einmal die Maske, dann noch den Ameisenstachelrapier und die Robe der Marais. Udi, das war's auch mit dem kurzen Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Maske. Und von den ganzen Arkanenergie-Masken finde ich schon, ist das die schönste. Die gibt zwar am wenigsten Arkanenergie, wenn man das zu den anderen vergleicht, aber die ist schon schöner. Udi, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.